Good morning in the morning. Ich bin's, die verrückte Ente, und heute mit standardgemäßem Pulli. Erste Mal mit Pulli, deswegen auch habe ich mir gedacht, machst du mal wieder Facecam, können wir machen. Deko-Paket geht direkt an, wenn wir ins Spiel gehen. Und tatsächlich geht das leider ein bisschen oft an. Also oft, wenn man gerade ins Spiel geht, kommt dann hier so ein Pakete-Angebote. Ja, bisschen viel manchmal, finde ich. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm wie bei Tribes. Bei Tribes war es ja tatsächlich so schlimm, dass sie das aufgehört haben zu spielen. Hier hält es sich tatsächlich in Grenzen, denke ich. So, eben mal die Tiere bespaßen hier. So, neue füttern. Ich weiß halt immer noch nicht, wofür das Futter ist. Ne? Ist das eine Futter? Hält das dann länger oder nicht? Ich vermute ja. Es wird so sein. Ihr seht, ich habe einiges geschafft, seitdem ich das letzte Let's Play gemacht habe. Zum Beispiel ein Level-Up hatten wir. Jetzt gleich werden wir auch wieder eins haben. Denn ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Ja, ich war fleißig. Zum Beispiel hier ein Gehege. Jetzt haben wir hier zwei Savannen. Steppengehege. Steppengehege. Und hier eine kleine Maschine. Zacki, zacki. Die werden wir auch direkt aufleveln, denn jetzt gerade haben wir noch das Geld. So, jetzt gucken wir mal hier die Eule, ne, natürlich. Hier noch ein normales Gehege. Das Pferdegehege habe ich schon so ein bisschen vergrößert. Warum, weiß ich nicht so genau. So, hier auch nochmal ein Stand, aber ich glaube, der steht falsch rum. Er steht einfach immer gleich rum, egal wie man den dreht. Sieht immer gleich aus. Okay, dann wird es wohl stimmen. So, wir werden auf jeden Fall jetzt Tiere für den Zoo kaufen. Absolut. Ja. Ein Schwein. Wir haben ein Schwein. Und was ist das? Tiere streicheln und bewegen. Und drücke auf das Tier und bewege deinen Finger hin und her, um zu streicheln. Tiere streicheln und bewegen. Drücke ein Gehege, bis das Licht erscheint. Die Tiere folgen jetzt deinem Finger. Wunderschönen guten Tag. Hallo, Herr Bürgermeister. Wunderschönen guten Tag. Ich möchte bei Ihnen erwähnen, Unannehmlichkeiten entschuldigen. Ach ja, jetzt sieht er, bei uns läuft auf einmal und jetzt möchte er sich entschuldigen. Die ich Ihnen zu Anfang leider machen musste. Ja, wir sagen wahrscheinlich, ist okay. Nein, ich muss darauf bestehen. Und als Zeichen meiner Anerkennung für Ihre Arbeit, hier habe ich ein Geschenk für den Zoo. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Glücksrad. Ah, das ist das Glücksrad. Ich glaube, das habe ich gerade schon. Kann ich das Glücksrad gleich aufstellen und unser Glück versuchen. Gut, machen wir. Aber was ist denn das? Das ist das Glücksrad, ne? Ja. Wo stelle ich das denn hin? Ich würde sagen, das stelle ich hier hin. Ja, das steht ja falsch rum. Das steht falsch rum. So. Fetti Paletti. Und ein Level Up. Da haben wir das Level Up, meine Freunde. Level 8. Und da haben wir Schaf und Eisshop und hier noch ein paar Dingsbums. Ah, Wasserstelle. Spielbalken. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir gewürfelt. Jetzt habe ich was eingesammelt. Ach, jetzt kapiere ich das erst. Ich habe mir jetzt ein Puzzleteil ausgesucht. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich das brauche. Ja, wie die Zeit vergeht. Es wird ja viel geredet. Ich bin ja nicht so ein Freund von Reden. Einfach machen. Ne? Ich glaube, das sollte Kamikaze-Ente lieber machen. Ja, was? Warum? Ich möchte böse gemeint, aber Kamikaze hat dafür ein besseres Händchen. Ja, wahrscheinlich. Aufgaben. Event-Deko platzieren. Ah. Ja. Das ist Event jetzt gerade. Das mache ich mal separat. Ich wollte heute eigentlich
andere Sachen machen. Deswegen, das lassen wir mal ganz außen vor. Das machen wir später. 25 Blitz. Okay. Da gucke ich auch später. Also ich wollte nämlich heute eigentlich ein paar Tiere hier reintun. Das machen wir nämlich auch. Hier ist noch ein Gehege. So. Hier ist noch eine Maschine. Habe ich alles aufgehoben für euch. Und deswegen heute nicht noch extra Sachen. So, das können wir auch aufleveln. 1000 noch was. Dauert auch ein Stündchen. Und ich möchte noch ein Schwein haben. Schweine sind cool. Also, erstmal kriegst du einen Futtertrog. So. Bitte sehr, du Schwein. Direkt mal füttern hier mit Gratisfutter. Dann gucken wir mal. Nee. Oder? Nee. Warte mal. Ja. Mega. Was macht eine Wasserstelle? Eine Wasserstelle hält das Gehege sauber und gibt Bonus-Erfahrungspunkte. Ja, super. Machen die Schweine halt nichts mehr dreckig. Das ist natürlich perfekt. Da kaufen wir direkt die andere auch noch. Oh nein, kein Geld mehr. Was habe ich getan? Ich habe kein Geld mehr. Okay, jetzt gucken wir mal bei Tieren. Ich wollte bei Tieren gucken. Ich will nämlich noch ein Schwein kaufen. Oder vielleicht auch drei Schweine. Ich kaufe jetzt drei Schweine noch. Zack. Ja, das ist... drei Schweine. Ja, toll. Die kann ich jetzt nicht kaufen. Da habe ich kein Geld für. Also müssen wir erst warten. Ein Schimpansen könnte ich noch kaufen. Habe ich überhaupt noch ein Gehege frei? Ich muss mal eben gucken. Wo ist eigentlich die Musik hin? Hört hier auch keine Musik mehr? Schimpansen. Ja, ich kaufe auch noch zwei Schimpansen. Ja, das ist ganz schön viel. Jetzt werden wir die Sachen erstmal hinstellen. Also zwei Schimpansen, drei Schweine oder vier Schweine sogar. Das ist, ich sag mal, das ist eine ganze Menge. So. Waldgegend. Ah, okay, das ist für den Wald. Na gut. Kann es sein, dass wir gar keinen... das ist für die Steppe. Wir haben gar keinen Futtertrog mehr. Wir tun jetzt... du hast kein Schimpansengehege für dieses Tier. Möchtest du jetzt eins bauen? Ja. Ah, okay. Ah, oh nein. Bitte nicht so schnell. Ich glaube, wir haben keinen Platz. Doch! Gottes Willen. Das passt hier hin. Ja, 5 Minuten. In der Zeit packe ich jetzt die Schweine. Boah, 3 Schweine. Boah, seht ihr, wie die Levelanzeige von Zuschauern hochgeht? Guckt mal jetzt. Also wir haben jetzt 11 Besucher. Und jetzt? Achtung. Oh nein, nicht genug Platz. Ach, die Schweine brauchen mehr Platz. Ja, 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 ich weiß. Das habe ich ja bei dem anderen schon gemacht. Dafür habe ich aber kein Geld. Oh Mann, Schweine, ich kann euch nicht mehr bauen. So, aber was ich gucken wollte. Die haben gesagt, lange ins Gehege halten. Ja, bewegen die sich jetzt? Ja, so ein bisschen laufen die hinterher, oder? Ja, ja, doch, doch, doch. Und ist das jetzt gut für die Tiere, oder? Was geht? Was passiert jetzt? Die haben irgendwie nichts gemacht. Streicheln. Oh. Okay. Wartet mal. Nee, wartet mal. Streicheln. Hey! Da! Da! Ganz viel Liebe! Ich hab's gestreichelt. Ja, das streicheln wir jetzt auch noch. So. Ja, aber was das bringt,
keine Ahnung, ob das was bringt. Ich kann schon wieder drehen? Wie oft kann man denn da drehen? Also, okay. Und was kriege ich bitte? Geld, Geld. Ja, nicht so viel Geld. Ist nur ein bisschen Geld. So. Wir haben aber ein Puzzlestück. Ja, kriegen wir das jetzt auch? Oder was? So. Haben wir bekommen. Wir gucken jetzt mal kurz bei Puzzleteilen rein. Ja, also das seht ihr, ne? Da bekommt man, wenn die Puzzleteile voll sind, bekommt man dann die Sachen dafür. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Komm. Mach mal hier hinne. Ich will ja die Affen noch aufstellen. Das muss... Ah! Kann ich alle 4 Minuten noch was hier am Glücksrad drehen? Das ist aber ganz schön oft. Mein lieber Mann. Also das ist wirklich oft. $66, wow. Tja, ein bisschen festgefahren jetzt gerade. Ja, die Tiere kann ich mir nicht leisten. Das kommt dann beim nächsten Mal. Schimpansen passen ja nicht. Ich könnte jetzt auch noch Schweine reinpacken. Soll ich einfach die Schweine hier reinpacken? Ich packe jetzt die Schweine auch hier rein. Ich kann die ja immer noch rausholen. So. Und jetzt müssten wir dann auch 12 Zuschauer wahrscheinlich. Ja. Ich hab's gesagt. Ich gebe dem Spiel. Nee, das machen wir später. Das mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Auszeichnung erhalten. Besucherfachmann. Habe 12 Besucher. Ja, 2000 Euronen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da können wir doch... können wir immer noch kein Tier holen. Ich habe gedacht, okay, jetzt können wir ein Tier holen. Dem ist nicht so. Eine Minute geht das dann noch. Ja, warten wir jetzt so lange oder... Machen wir es beim nächsten Mal? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen... Wir warten jetzt. So, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Musiklautstärke ist an. Also ich verstehe nicht ganz, warum man keine Musik hört. Ein bisschen komisch. Neue Besucherweise zeigen. Keine Videoangebote mehr anzeigen. Ja. Lotteriezeit zurücksetzen. Pins ausblenden. Tipps ausblenden. Upgrade Pins aus. Reparaturbau nicht mehr anzeigen. Reduzierte Animationen. Schade, ich habe gedacht, vielleicht kann man hier auch diese Angebote ausblenden. Diese Werbeangebote. Weil, ja, also finde ich ein bisschen störend manchmal. So, hier können wir jetzt die Affen reinsetzen. So, ups. Hä? Ist gerade die Leiste zurückgegangen? Kommen jetzt weniger Leute... Ah, nee. Ah, wir haben sogar einen dazu. Wir haben jetzt 13. Ah, das ging aber. Das ging aber. Puh. Boah. Junge. Das ging aber jetzt. Rasant. Ja, das passt hier nicht hin. Ich will einfach immer. Hier so ein. Ey, das geht. Sehr cool. So, ich will aber noch irgendwo hier bei den Ziegen, will ich auch so ein Wasserloch reinbauen. Die freuen sich voll. Ja, guck mal einer an, wie die sich freuen. Diese Juhu. Ich würde sagen, ups, den stelle ich auch noch hier auf. So. Alles klar. Und damit sind wir heute, also wir haben ganz schön viel gemacht. Das ist ganz schön krass, was hier alles heute gekommen ist. Wir haben Level-Up gehabt, ich habe fast wieder ein Level-Up. Und ja, das ist schon ein richtig kleiner Zoo. Also das kann man schon Zoo nennen. Gut, wir haben 2 Schweinegehege. Braucht man 2 Schweinegehege? Ich glaube nicht. Aber kann man machen. Übrigens, mein Freundschaftstag, ihr könnt mir jetzt Freundschaftsanfragen senden, ist, hier, ich weiß nicht, wie Johanna mich gefunden hat, ich weiß es nicht, vielleicht hat sie nach Kamikaze-Ente gesucht oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht, vielleicht weiß sie auch gar nicht, wer ich bin, auf jeden Fall hat die eine Anfrage geschickt und, ja,
ist jetzt meine Freundin, die Johanna. Mein Freundschaftstag ist, ich glaube hier, Support-ID, Payment-ID. Nein, das ist, glaube ich, nichts für euch, oder? Support-ID, nein. Das ist nicht für euch gewesen, glaube ich. Wo finde ich jetzt? Ich weiß es nicht. Leute, ich bin hoffnungslos verloren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin raus. Ciao, ciao.